Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 7.01.2020? Und unser DAX hat hier Scheuklappen aufbekommen und wurde wieder auf die Spur geschickt. Man hat zumindest auf Tagesebenen, ja, nicht nur auf Tagesebene, man hat eigentlich auf allen Zeiteinheiten jetzt hier eine schöne Umkehr stehen. Die haben die Amerikaner auch mitgemacht, damit trotz der Markt jetzt hier erstmal dem politischen Risiko, das so über das Wochenende noch ein bisschen tragbarer, sichtbarer geworden sichtbarer geworden ist. Und was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass der Markt sich direkt, also ist sehr schwach schon reingekommen, hat sich hier gar nicht fangen können an dem letzten Tief, sogar deutlich drunter gestellt, ist auch recht dynamisch runterverkauft worden, also zumindest mit Druck. Na, Sie sehen auf der Stundenkerze hier wesentlich mehr Power runter zu, als dass er dann hochzukam. Aber es hat gereicht. Man hat den DAX wieder in etwa an das Close-Niveau vom Freitag ranheben können. Damit ist der Montag in dem Sinne keine weitere Eskalation technisch gewesen, sondern eher vielmehr sogar eine Deeskalation. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier die Situation ein bisschen entschärft. Wir hatten gesagt, dass man da vielleicht auch den Montag einfach auch ein bisschen abwarten sollte, ne? Dass man da nicht sich zu früh ins Boxhorn jagen lässt, sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite. Was eben hier ja, jetzt ein bisschen abzug oder galt es jetzt halt ein bisschen abzuwarten, wie sich das jetzt entwickelt hier, die Lage, die Situation, um da nicht dem falschen Vieh zu folgen. Wenn wir das jetzt so mal schauen und auch diesen alten Channel, den ich dann jetzt langsam dann auch rauslöschen werde, müssen wir festhalten, wir sind jetzt hier oben einmal nicht ausgebrochen, wir sind jetzt unten nicht einmal ausgebrochen. Denkbar wäre jetzt, dass der Markt nochmal so ein bisschen die Mitte der Bewegung hier reinläuft. Und dann müsste sich zeigen, das wird jetzt hier wahrscheinlich schon in diesem Stadium werden, ob wir nochmal zurücksetzen, ja, oder ob er das jetzt komplett wegmacht und wieder nach oben läuft. Ich würde momentan das noch gar nicht mal so ausschließen wollen. Na, also ich würde schon dem fast eine höhere Wahrscheinlichkeit einordnen. Trotzdem ist es so, wir haben jetzt sehr starke Aufwärtsbewegung gesehen. Ja, eigentlich den Großteil des Tages. Ne? Es war ja nur die 9-Uhr-Kerze, die jetzt hier runterging. Der Rest hat ja recht druckvoll nach oben durchgezogen. Ich würde deswegen sagen, sollte es der DAX schaffen, hier auch noch über die 13.170, 13.190 wieder anzusteigen, dann wäre davon auszugehen, dass der sich nochmal die 2.50 da vornimmt. Dann hätten wir hier so aus dem Bereich, vielleicht sogar knapp drüber, nochmal deutlichere Gegenpotenziale. Das kann auch hier schon 13,91 kommen. Ja, das darf dann auch ein bisschen mehr sein, bevor der Markt dann hier nochmal die alten Hochs erreicht. Oder zumindest mal ins Gap reinarbeitet. Ja, also sowas könnte ich mir schon vorstellen hier. Ja, bevor er ins Gap reinarbeitet und dann sich wieder Richtung 13.400 und mehr aufmacht. Ja, das wäre jetzt so auf der Oberseite das, was ich hier anlegen würde. Grundsätzlich müsste man allerdings sagen, wenn er in den Gap Close reingeht, 13.320 geht das dann los, wäre hier oberhalb dann eben auch Platz bis, ja, zumindest ist erstmal die 400, aber man kann da schon durchaus mit dem Gap Close da oben rechnen. Na, ich mache hier mal ein bisschen, dünne das mal ein bisschen aus hier, dass das nicht so viel aussieht. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein paar Sachen raus. Das sieht so viel aus hier. Von Pfeilen, so viele Pfeile. Kann auch das mal rausnehmen. Und auch das. So, und dann haben wir hier wieder einen Fokus drauf. Dann machen wir es gleich richtig. Nehmen wir das hier alles noch raus. So. Da haben wir erstmal wieder ein bisschen, sieht sonst so unruhig aus hier. So, also das könnte ich mir noch gut vorstellen, dass er quasi jetzt hier so etwa 61% der Bewegung dann eben so abläuft, dass er da noch hochschnipst und dann doch deutlicher nochmal zurücksetzt. Das kann dann gut und gerne nochmal auf diese 13.125 rein. Sollte der schon vorzeitiger jetzt hier rumrucken und zum Beispiel schon zurücksetzen, hätte ich dann so den Bereich um 13,40 rum, 13,50 nochmal im Auge, ne? Das heißt, sollte sich zum Dienstag gewiss hier mit anfreunden, dass da auch nochmal ein bisschen tiefere Kurse möglich sind. Ja, aber hier die 13,40, das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, na, dass man das nochmal angelaufen bekommt. Und ansonsten müsste man schon sagen, alles, was dann tiefer geht, heißt es dann sofort wieder Obacht,
achtsam werden, denn dann müsste man sagen, hier ist ein Abwärtstrend aktiv und er kann, wenn er lustig ist, trotzdem noch die 12.900 sich holen. Auch wenn er momentan hier sich gut gefangen hat, sich gut stabilisiert hat. Na, jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation rein. Der macht morgen eine lange rote Kerze, dann sieht das nämlich gar nicht mehr so schick aus. So sollte man mit auf der Erwartungshaltung einfach mit drauf haben. Gut, damit haben wir die wohl wichtigsten Bereiche, Zonen hier oben im Bereich. Wir waren in der Nacht bei 4,70. Na, dann würde das 61er bei 2,73 liegen, so wird das bei 2,55 liegen, also hier so knapp über der 2,55. Das, glaube ich, wäre jetzt interessanter Bereich, der auch deutlichen Reaktionsspielraum nochmal hätte, ne, was hier so über 2,55, 2,75 dann geht, hätte auf jeden Fall Spielraum hier ein bisschen zu stänkern. Und auch deutlicher zu stellen kann, ne? Nochmal gut und gerne bis 13.100, 13.130 vielleicht runter. Dann weiter, drückt er sich durch, bleibt er standhaft, bleibt er stabil, bleibt er ruhig. Vor allen Dingen die Ruhe ist das Wichtige. Ne? Umso ruhiger der Markt, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder weiter nach oben trallt. Müsste man sogar davon ausgehen, dass er vielleicht sich auch durchschieben kann und sich dann eben hier wieder bis hochkämpft. Sollte er abgleiten. Ich würde das momentan für den Dienstag nicht zwingend favorisieren. Aber ich glaube, nach so lange, wie der durchgezogen hat, glaube ich schon, dass der hier im Bereich 13.170, 13.190 sich schwerer tun könnte und gegebenenfalls uns schon nochmal zurückkommt. Na, und dann wird die Frage, von wo dreht er runter, je nachdem, von wo er kommt. Wir haben eine Unterstützung bei 13.130, 13.125. Na, das ist die dann spät, umso höher der ist, umso wichtiger wird diese Unterstützung hier. Sollte der zum Beispiel von der 13.190 dann runtersetzen, kann es schon sein, dass wir in der 13.123 uns stabilisieren können. 13.130. Ja, das ist eine sehr interessante Zone zum Dienstag auch. Und ansonsten durchaus Platz lassen. Ja, 13.70 würde dann hier oben unten nochmal diese Channel-Kante kommen. Und darunter haben wir die 13.40, 13.30. Ja, das wäre mir in dem Sinne dann nochmal wichtig. Und ja, alles, was dann tiefer geht, ist wieder deutliches Risiko. Stand hier, müssen wir jetzt aber mal sagen, Lage ist deeskaliert. Da muss jetzt erstmal auch wieder eine rote Kerze kommen, damit da wieder eine Eskalation reinkommen kann, auch auf Unterseite. Solange da jetzt keine rote Kerze kommt, werde ich wieder leicht optimistischer. Ne, und würde auch sagen, wenn wir das jetzt hier im Tagesschart sehen, auf Basis der Tageskerze, die er da jetzt zum Montag gesetzt hat, muss man schon sagen, dass er oberhalb von, ja, gut und gerne 13.130, 13.140 auf jeden Fall nun wieder Tendenzen nach oben hat, die obere Spanne wieder zu erreichen. Ne? Also alles, was so oberhalb 13.150 ist, hat erstmal wieder mehr Fahrt, mehr Schwung, mehr Drive nach oben raus. Okay. Dann reicht das eigentlich auch schon. Ne? Also grundsätzlich oberhalb von 13.140 würde ich vielleicht eher versuchen, mit Longs zu arbeiten, noch auf weitere Ziele oben raus hin. Bleibt da ruhig, ne? Kann man ruhig die kleinen Rücksetzer dann immer mal wieder nutzen. Das kann ich mir gut vorstellen. Dazu muss aber Ruhe auch da sein. Dann kann der Markt sich leicht nochmal versuchen, hier hochzuschieben. Sollte der Markt wieder erwartend fallen, sich schwach zeigen und auch unter die 13.120, 13.130 fallen hier, sollte man Rücksetzerplatz einplanen bis gut und gerne nochmal 13.70, 13.40. Ne? Und wenn er sich da nicht gefangen kriegt, wird es gefährlich. Ne? Weil da fehlt bloß eine, gucken Sie mal, eine Stundenkerze fehlt da nur. Und dann kann er schon an der 12,9 stehen. Ja. Also da noch aufpassen, nicht abschreiben, wenn der ein bisschen doller runterkommt, aber auch nicht gleich zu sehr in Panik verfallen, wenn der am Dienstag nicht gleich nach oben durchstartet. Ne? Das ist auch wichtig, dass man dann nicht gleich in große Hysterie verfällt, wenn der jetzt hier ein, zwei Stunden erstmal nach unten arbeitet. Man muss gucken, wie viel Dynamik kommt runter zu noch rein. Kommt da keine rein, dürfte er sich dann wieder aufdrehen und wieder weiter hochkämpfen.
Ja, Tendenz würde ich jetzt eher als aufwärts bezeichnen für den Dienstag. Gut, okay, alles klar. Dann drücke ich die Daumen, wünsche Ihnen viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Ciao.